Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Daniela von zauberhaft-stempeln.de. Ja, vor kurzem habe ich euch hier auf meinem YouTube-Kanal ein kleines Kennenlernvideo von mir hochgeladen und als letztes gab es eine wunderschöne Inspiration, die Sternbox gebastelt mit der Heiligen Nacht und heute wollen wir wieder zusammen basteln. Ich habe ein Wahnsinnsprojekt für euch. Es gefällt mir mega, mega gut und ich bin sicher, euch auch. Und es wird viel Freude machen. Heute müssen wir ein bisschen mehr schneiden und kleben, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr solltet euch das nicht entgehen lassen. Wir arbeiten wieder mit den weihnachtlichen Produkten aus dem aktuellen Mini-Katalog. Und zwar starten wir mit einem Produkthaar. Die Nummer 4 hier, das Metallic Folienpapier in Wassermelone. Ja, seid gespannt, was mit der Wassermelone passiert. Das werden wir verwenden. Und dann hüpfen wir weiter zu einer traumhaften Kollektion, nämlich dem magischen Winter. Und das findet ihr hier auf der Seite 36 geht die Kollektion los. Und hier auf der Seite 37 seht ihr die Details zur Kollektion. Es gibt ein wunderschönes Stempelset Wintertraum mit diesen zauberhaften Bärchen und diesen kleinen Zweigchen und auch diesem Wald. Dazu gibt es ganz fantastische Stanzformen mit den Zweigchen, also ganz, ganz zauberhaft. Dann haben wir diese wunderhübschen Strasssteine in der Kollektion. Und dann gibt es noch dieses sensationelle Band. Das ist wunderschön. Das ist ein durchsichtiges weißes Band mit diesem Silberumrandung. Das werde ich euch gleich live im Projekt zeigen. Und dann gibt es noch dieses Metallic-Papier. Das werden wir auch verwenden. Mal exemplarisch hier das Türkis mit den weißen Schneeflocken drauf und diesen kleinen Pünktchen. Ganz, ganz zauberhaft. Und natürlich das Designerpapier. Das heißt magischer Winter und es ist wirklich magisch. Ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze von der Vorderseite aus. Es ist einfach traumhaft schön. Und dann drehen wir es einmal um und dann seht ihr noch diese wunderbaren Rückseiten. Und das sind diese ganz, ganz fantastischen Motive. Ich finde ja, das sieht zum Beispiel aus wie ein gefrorener See. Ganz toll. Und das hier sieht aus wie das, wenn man früher Seidenmalen gemacht hat mit der Salztechnik. Also ganz toll. Und ja, das mutet so wie diese kleinen Schneeflöckchen wieder an. Das sieht auch nach Salztechnik aus. Also ganz, ganz zauberhaft. Dieses Papier in den etwas kühleren Farben, aber nicht minder schön. Also ich finde es ganz, ganz zauberhaft und mit dem wollen wir heute arbeiten und deshalb kommt der Katalog auf die Seite und ich zeige euch mein Projekt. Das ist der Umschlag, ja, das ist ein Umschlagbox und hier seht ihr dieses schöne Band, was es wirklich sehr elegant macht und hier vorne könnt ihr schon mal die tollen Stanzformen sehen und das ist das Metallic-Papier in Wassermelone, das ganz super passt. Hier diese traumhaften Akzente und der Spruch, in der Ruhe des Winters liegt die Kraft. Und dann packen wir das Ganze einmal aus. Ich habe das nur als so eine Umschlagtasche, wie gesagt, gearbeitet, das mit dem Band zugehalten wird, also mit diesem Schleifchenband. Und dann kommt es heraus, dieses Wahnsinns-Adventskalender-Projekt, ihr Lieben. Ich möchte es euch gleich mal vorführen, wie es funktioniert. Es ist eine Adventskalenderkarte und das habe ich gesehen in Inch bei Iced Images und ich habe es umgemodelt in Zentimeter, dass ihr es ganz einfach habt und nicht so viel ja, beim Schneiden aufpassen müsst. Und das geht, wie gesagt, ganz wunderbar in diesen flachen Umschlag hinein. So könnt ihr das ganz toll verschicken und verschenken. Und jetzt möchte ich es auseinanderbauen mit euch, denn das ist natürlich ein sagenhaftes 3D-Modell. Wir machen quasi eine
tannenbaumähnliche Pyramide daraus und ich finde es einfach nur mega, mega schön. Entstehen ein sechseckiger Turm. Ich halte das jetzt mal so für euch, dass ihr das seht. Und schaut unbedingt das Video, das Kurzvideo dazu an. Das habe ich auch auf meinem Blog verlinkt. Dann könnt ihr das sehen. Und hinter jedem dieser kleinen Fächer habe ich ein Sprüchlein versteckt. Zum Beispiel bei der 24. Und das kann man dann so hochklappen. Steht: Zieh heute deine Lieblingskleidung an. Du bist schön. Und all solche Sprüche haben sich dahinter verborgen. Wir schauen mal, was bei der Nummer 9 dahinter steckt. Ihr nehmt das quasi so hoch und dann kann man sehen. Ja, verzichte heute aufs Fernsehen und geh früh zu Bett. Ja, schöne Träume, das ist doch auch mal was Tolles. Oder bei der 22 ist auch ein schöner Spruch. Und bei der 14 haben wir: Koche dir dein Lieblingsessen und esse ganz in Ruhe und genussvoll. Ja, ich habe wieder wunderschöne Sprüche, Achtsamkeitssprüche für euch zusammengestellt. Und die gibt es natürlich, wie sollte es anders sein, bei mir auf meinem Blog. Da findet ihr wieder so eine PDF-Datei und die Sprüche könnt ihr dann ausdrucken und das heißt zum Beispiel: Schließe deine Augen und träume von deinem letzten Urlaub. Zünde eine Kerze an und mach es dir gemütlich und entspanne. Und ja, was haben wir? Tanze heute zu deinem Lieblingslied durchs Zimmer. Rufe einen Lieblingsmenschen an und sage, wie viel er dir bedeutet. Oder was haben wir noch? Backe lecker Weihnachtsplätzchen und füge ganz viel Liebe hinzu. Das ist doch mal was Schönes, oder? Erfüll dir heute einen kleinen Traum. Das finde ich einfach toll. Mach etwas Kreatives wie Basteln, Stricken, Nähen und entspanne dabei. Und all diese Sprüche bekommt ihr wie immer gratis hier, kostenlos auf meinem Blog. Ihr müsst keine Bestellung platzieren, dass ihr das gratis erhaltet. Nein, ihr könnt es euch einfach downloaden auf meinem Blog. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon gleich mit dieser wunderschönen Adventskalenderkarte, die zu einer Pyramide wird. Und ihr könnt das wirklich auch toll aufstellen. Und habt ihr schon gesehen, hier innen drinne wird das dann auch nochmal beklebt. Dann sieht das einfach super, super schön und sensationell aus. Ich stelle das vorsichtig auf die Seite und dann geht's los, ihr Lieben. Alle Maße und was ihr benötigt, findet ihr wie immer auf meinem Blog zauberhaft-stempeln.de. Und ich nehme den Papierschneider und ich werde in diesen Türkistönen arbeiten. Und dazu nehme ich mir den Farbkarton in Faungrün. 16 x 20 cm. Die 20 cm, das sind die Höhe der Karte und an der kurzen Seite falzen wir uns das Ganze jetzt bei 5 cm, bei 10 cm und bei 15 cm. Und das Ganze noch einmal, das brauchen wir zweimal, bitte. Und wir falzen an der kurzen Seite bei 5 cm, bei 10 cm und bei 15 cm. Das gibt jetzt unser Grundgerüst für die Pyramide quasi oder der Baum, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Und dann schneiden wir uns gleich das Designerpapier zu. Ich nehme mir dazu wieder dieses wundervolle. Die Rückseite ist auch ganz zauberhaft. Das wird einmal das Innenteil. Also wir machen uns jetzt 6 Streifen, die wir hier innen drauf kleben werden. Und diese Streifen
haben die Breite 4,5 cm auf 19,5 cm. Die ganzen Streifen aufbewahren, da brauchen wir nachher noch, da könnt ihr schön das zusammenstückeln. Deswegen würde ich empfehlen, ein Papier mit Muster zu verwenden, wo die Richtung egal ist. Dann tut ihr euch einfacher und braucht nicht so viel Papier. Also jetzt 4,5 cm Streifen, 19,5 auf 4,5 und das Ganze 6 Mal. Ich lege mir das jetzt auch schon so hin, wie ich das hier abschneide. Dann habe ich innen die Reihenfolge bewahrt. Das finde ich ganz schön an dieser Stelle. Bei den restlichen ist es nicht so wichtig. Der letzte, sechste Streifen. Dann legen wir das zur Seite und nehmen uns den Flüssigkleber schon mal zur Hand und das Falzbein. Wir ziehen hier einmal die Falz nach, und zwar unsere Klebelasche und die anderen beiden. Auch hier beim zweiten. Ich habe extra das so ausgemessen, dass wir einen DIN A4 Bogen verwenden und keinen 12 auf 12 Inch Bogen brauchen. Denn das haben ja viele von euch nicht und es soll ja für jeden bastelbar sein. Ihr legt euch das nun so hin. Und wir geben auf eine Klebelasche den Flüssigkleber auf. Und als ganz, ganz großen Tipp, spart nicht mit dem Kleber, arbeitet präzise, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, denn das soll ja nachher alles gut zusammenhalten. Wir nehmen das zweite, die Klebelasche lassen wir rechts und kleben uns das jetzt hier aufeinander, dass ein langes Stück entsteht. Gut mit dem Falzbein nachziehen und schön unten und oben sauber arbeiten. Und dann passt das hier perfekt aufeinander und dann fällt das fast gar nicht auf, dass es zusammengeklebt wurde. Jetzt lege ich mir das so hin, dass die Klebelasche links ist und hier wird es später geschlossen. Also das heißt, dieses Fenster werde ich nicht bearbeiten. Das lasse ich offen. Ich starte hier an dieser Seite. Und da gebe ich mir nun den Flüssigkleber auf. Auch schön mittig, dass es wirklich überall hält. Das wäre zu schade. Schauen wir nochmal, passt das? Ja. Es wäre zu schade, wenn euch das alles nachher nicht hält. Denn es ist ein wunderschönes Geschenk. Ja, und durch das, dass es flach ist, könnt ihr es wirklich auch super mit der Post verschicken, wenn ihr das an einen lieben Menschen verschicken wollt, der jetzt gerade nicht bei euch um die Ecke wohnt, wo ihr das persönlich abgeben könnt. Einfach in einen festen Umschlag rein oder einen wattierten und dann geht das toll. Und so kleben wir uns jetzt die Streifen alle auf. Schön einer nach dem anderen und festdrücken. Immer auch mal vorher schauen, ob das mit dem Muster passt. Sind alle beklebt und bevor wir das bekleben, werden wir das Ganze schließen, zusammenfügen. Ich gehe hier einfach noch mal drüber nach, dass das schön alles hält. Und jetzt gebe ich mir
hier außen wieder den Flüssigkleber auf. Schön gleichmäßig verteilen. Und dann einfach das Ganze schließen. Schön darauf achten, dass ihr das präzise zusammenfügt und dazu am besten flach kleben, legen und dann festdrücken, dass es klebt. Und ich würde es an dieser Stelle, wie gesagt, mit dem Flüssigkleber kleben und nicht mit dem Abreißklebeband, denn ihr könntet hier noch schieben und beim Abreißklebeband, wenn es klebt, dann klebt es. Das hat auch seine Vorteile, aber bei diesem Fall ist es eher schwierig. Dann einmal mit dem Falzbein innen durch und dann hält das jetzt hier schon, sieht das schon ganz perfekt aus. Jetzt schaue ich meinen Streifen, der gehört so nach oben und das wird jetzt der einzigst fummelige Teil hier, aber das bekommt ihr gut hin. Vorsichtig den Streifen mit Kleber versehen und dann werden wir den längs einschieben. Wir nehmen den Streifen und schieben ihn von oben ein und dann platziert ihr am besten erstmal oben mit dem Abstand, dass es passt zu den anderen und dann schaut ihr, ob es unten passt und wenn es geht, einfach mit den Händen festdrücken. Und dann ist auch schon unser sechseckiger Rohling perfekt fertig. Also sieht sehr gut aus und den stellen wir nun an die Seite und lassen ihn trocknen. Wir brauchen nun wieder den Papierschneider und jetzt werden diese kleinen Faltteile, die sich so falten, geschnitten. Das ist ein bisschen Schneidearbeit, aber ihr bekommt das gut hin. Wir brauchen jetzt jeweils 6 mal, 6 mal 4 sind 24, für jede Etage brauchen wir das 6 mal. Ich sage das immer genau eins nach dem anderen an. Wir brauchen jetzt 6 mal Streifen, 5 cm mal 21 und dazu nehme ich mir einfach irgendwelche Reststücke, die ich habe. Und hier kann ich mir zum Beispiel gleich 2 herausschneiden. Das hat die Länge von 21 und dann habe ich 10. Und das Ganze wird jetzt gefalzt bei 5 cm, bei 10, bei 15 und bei 20. Und ich schneide es mir in der Mitte durch und dann habe ich schon 2 der 6 gleichen Teile geschnitten. Und dann schneide ich mir jetzt die anderen 4 zu und wir sehen uns dann gleich wieder. So, das sind jetzt meine 6 Streifen, 5 cm breit und 21 cm lang. Das nochmal zur Verdeutlichung, das gibt hier unten diesen unteren Teil. Also dieses untere Quadrat, das werden wir aus diesen Streifen fertigen. Und als erstes arbeiten wir uns mit dem Falzbein die Falzlinien nach. Und werden uns das so hinlegen. Das machen wir jetzt bei jedem ganz kurz, das hat es ja gleich. Ich mag es immer gern, wenn wir alle Schritte, die gleichen Schritte gleich machen. Dann geht es ein bisschen schneller. So, und das war schon der letzte Streich. Nun wollen wir das Innere bekleben, das zeige ich dir auch nochmal. Dann haben wir hier an der Unterseite und hier innen drin, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also hier und hier, da bekleben wir das, dass es schön aussieht. Und dazu brauchen wir ganz viele Quadrate in der gleichen Größe aus unserem Designerpapier.
Und zwar brauchen wir in Summe 24 Quadrate, die die Größe haben 4,5 cm auf 4,5 cm. Also 24 Quadrate in 4,5 cm dürft ihr euch zuschneiden und am besten jetzt das Video pausieren und ganz in Ruhe zuschneiden. Wenn ihr das zugeschnitten habt, werden wir uns das nun zusammenkleben. Und zwar, also ich zeige euch, wie wir das machen. Wir kleben es erst drauf und dann zusammen. Dieser rückwärtige Teil, der kommt nachher an unseren Tower, an unseren Mittelturmstammteil dran, dass man ihn nicht sieht und dass man ihn von unten nicht sieht, dass es glatt ist, also hinten. Und wenn das hinten ansteht, dann wissen wir, wir müssen, und ich markiere euch das jetzt mit einem Kreuzchen innen, das könnt ihr euch auch machen, einfach mit einem Bleistift, diese Seite und diese Seite bekommt dann einmal das Designerpapier. Und dann könnt ihr euch die alle gleich hinlegen, denn das ist ja eine kleine Massenproduktion. Und dann wissen wir, man kann es nicht so gut sehen, aber das obere und das untere Quadrat, da kommen jetzt unsere schön zugeschnittenen 4,5 mal 4,5 Teile drauf. Also ihr könnt entweder alle nacheinander machen oder oben und unten erst. Viel Spaß dabei, wir sehen uns gleich wieder. Sind alle sechs beklebt und dann legen wir uns ein paar auf die Seite und starten mit dem Zusammenkleben. Da habe ich das immer so gemacht, ich habe das so zusammengefaltet und mir dann hier außen den Kleber drauf gegeben und dann das einfach nach außen umgeklappt und mit dem Falzbein einmal nachgezogen. Wie gesagt, gut kleben ist hier das Stichwort. Und dann habt ihr euer flexibles Rechteck. Und so verfahren wir mit allen anderen auch. Kleben, überstülpen. Und dann trocknen lassen. Juhu, ihr Lieben, das Letzte. Ich hoffe, ihr seid noch da bei mir und kommt gut mit. Also pausiert am besten, wenn ihr mitbastelt, immer wieder das Video und arbeitet ganz in Ruhe diese Teile nach. Dann klappt es wirklich gut. Also das ist gar kein Hexenwerk. Wie gesagt, ihr müsst nur viel schneiden. Wir nehmen unseren Turm und drücken ihn platt. An den Seiten habe ich jetzt einfach da, wo wir es zusammengeklebt haben, und machen ihn flach. Und dann müssen wir jetzt ganz präzise arbeiten. Wir nehmen uns unsere Schachteln und zwar so, dass dieser Teil, wo der Überstand ist, der kommt jetzt hier unten hin. Also der Überstandteil kommt jetzt hier unten hin. Und dann seht ihr, dann habt ihr hier und unten dann schön das Designerpapier geklebt. Wir starten in der Mitte. Und hier nochmal meine Aufforderung, schön mit dem Kleber arbeiten. Nicht pfützig, also nicht zu viel, aber schön flächig den Kleber aufbringen. Dann nehmt ihr das und setzt ganz unten an. Ganz unten am Rand und schön
dass es hier schön abschließt. Das könnt ihr euch so knicken und dann fühlt ihr einfach, wenn ihr es nicht so gut sehen könnt, und schaut, dass es hier richtig parallel zu den Falzlinien ist. Und so werden wir uns nun alle sechs ankleben. Also das hier bekommt wieder den Kleber. So könnt ihr euch das dann ganz gut merken. Und dann positionieren wir das wieder genau daneben. Und super wichtig ist hier bei diesem Projekt, dass ihr sauber arbeitet, dass ihr genau schneidet und genau falzt und faltet. Dann wird das richtig super und ihr habt da wirklich viel, viel Freude daran. Wieder diese Seite. Festkleben. Und das Tolle ist, man kann so mit der Hand reinfahren. Ich finde das ganz klasse und kann das dann unten schön festmachen. Und dann seht ihr, wie toll das jetzt schon aussieht. Hoch und runter einmal die Rückseite und da starte ich auch wieder in der Mitte. Ich gebe mir wieder den Kleber auf das Teil auf, wo hier die Verbindung ist. Und dann geht uns das hier auch auf keinen Fall auf, denn wir kleben es ja fest. Und wir starten wieder in der Mitte unten. Und falz das ruhig auch gern mal mit dem Falzbein nach, dann habt ihr da das wirklich richtig gut. Dann ist das schön flexibel und passt dann nachher auch super zusammen, wenn ihr das zusammenfaltet. Das letzte. Einschieben, runterdrücken, glatt streichen. Und so schaut mal, haben wir schon total cool die erste Etage unseres Adventskalenders fertig. Und dann hüpfen wir gleich weiter und machen die zweite Etage. Dazu brauchen wir, ihr habt schon geahnt, sechsmal die Größe der Streifen 17 mal 5 cm. 17 mal 5. Super, da bekomme ich jetzt 4 raus. Also schaut, nee, das reicht nicht. Schade, dann machen wir es so rum. 17 mal 5 und dann könnt ihr ein Vielfaches von 5 nehmen und dann habt ihr gleich das einfacher zugeschnitten. An der Seite von 17 cm wird jetzt nun gefalzt. Das verjüngt sich ja. Also diese Etage, diese zweite von unten, die wird ja jetzt schmaler. Und zwar falzen wir bei 3 cm, bei 8 cm, bei 11 cm und bei 16 cm. Und wir schneiden uns dann die 5 cm breiten Streifen runter und das Ganze dann nochmal, dass wir 6 dieser Streifen bekommen. So, alle 6 sind nun geschnitten, gefalzt und nachgefaltet und dann werden wir uns sie auch wieder bekleben. Wir brauchen wieder unsere obligatorischen Streifen 4,5 x 4,5 und nun brauchen wir dann noch 6 Streifen, die hier drauf passen auf das kleinere Feld 4,5 x 2,5. Das brauchen wir 6-mal. Und wir fügen uns das wieder so zusammen und dieses Mal ist ja der Clou, dass das Teil, was wir jetzt gebastelt haben,
Das wird dann nachher hier drauf, also auf das untere geklebt und hier festgeklebt. Das heißt, wir brauchen wieder hier innen und hier innen unseren Designerpapier. Und wenn wir das aufmachen, dann seht ihr an dem kleinen und an dem großen, da wird nun unser Designerpapier aufgeklebt. Ich zeige euch das jetzt gleich mal hier. Wir machen einen gemeinsam fertig und dann bastelt jeder in seinem Tempo das nach. Und ihr seht es mir bitte nach, dass ich das jetzt hier immer wieder oder schon ein bisschen auch vorbereitet habe. Denn es ist wirklich ein bisschen viel Schneidearbeit. Wir fügen das Ganze wieder zusammen, geben uns wieder hier den Kleber auf, einmal umschlagen und schön festdrücken. Und dann haben wir so ein ganz zauberhaftes Rechteck in diesem Fall und die anderen werden wir gemeinsam so nachbasteln. Ihr Lieben, die Fleißarbeit Nummer 2 ist geschafft und ihr macht das ganz toll. Also für alle, die noch dabei sind, ihr macht das sensationell. Jetzt kleben wir uns das Ganze fest. Wichtig ist, das Designerpapier, diese Rückwand wird beklebt und der Boden wird beklebt. Am besten ist, die Finger einfach innen rein. Schön den Kleber drauf verteilen und hier die Rückwand auch. Und jetzt ist es super wichtig, dass ihr präzise arbeitet. Wir starten wieder in der Mitte und ich lasse so aufrecht stehen erstmal. Ganz an die Kante anfahren mit dem unteren Teil. Am besten ist, ihr schiebt euch das mit dem Falzbein da innen rein. Und dann darauf achten, dass ihr gerade nach oben geht. Und dann nehmt ihr am besten alles mit und drückt das flach. Einmal fest. Und auch hier die Rückwand einmal durchschieben, so gut wie das geht. Und dann haben wir Etage Nummer 2. Also immer da, wo das könnt ihr euch ganz einfach merken, immer da, wo das Designerpapier klebt, da gebt ihr an die Rückwand den Kleber hin und klebt euch das so fest. Reinschieben, schauen, dass es dran ist, am besten von unten hier an die Seite ganz nach hinten schieben. Flachlegen und festdrücken und schauen, dass ihr hier von der Höhe her gleich seid. Könnt ihr auch so entlang fahren und einmal mittendurch. Und ich finde, das sieht dann schon gleich richtig genial und nach viel Wow aus. Und wir haben es noch nicht mal dekoriert. Also ihr könnt es natürlich auch in ganz anderen Farben machen. In den typischen Weihnachtsfarben oder wer mehr auf Pink und Rosa steht oder ganz bunt.
wie euch das gefällt. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich war hin und weg von der Idee. Und es ist zwar viel Schneiderarbeit, gar keine Frage, aber die Maße sind alle recht identisch und logisch, finde ich. Also das ging voll gut mit dem Umrechnen von den Inches. Ich habe quasi geschaut, das ist quadratisch, und dann habe ich mir überlegt, wie macht es Sinn? Und dann bin ich auf diese 5x5 gekommen. So. Und ihr könnt es natürlich immer wieder schön Blatt drücken und aufrichten, das macht gar nichts. Das letzte ist geschafft. Wir haben alle drin. Und schaut einfach euch dieses geniale Teil an. Schön nochmal alle nachdrücken, von innen dagegen. Und dann lassen wir es wieder trocknen und es kommt die letzte Faltetage. Wir schaffen das. Das geht wirklich richtig schnell. Wir werden immer kleiner. Wir haben nun einen Streifen 14 x 5 cm. Ihr ahnt es schon, auch wieder 6 mal. 14 cm x 5 cm. Und das Ganze falzen wir uns nun bei 1,5 cm an der langen Seite, bei 6,5 cm, bei 8 cm und bei 13 cm. Und dann werden wieder die Falzlinien nachgezogen. Ihr kennt es vielleicht schon. Oh, ihr müsst das echt mit Humor nehmen, diese viele Schneiderei. Aber wir haben es bald geschafft und dann kommt das Coolste, die Dekoration. Ich könnte mir ja total gut vorstellen, dass auch in Vintage dieses tolle Nikolaus-Designer-Papier, wo Silvis Stempelbühne diesen genialen Vintage-Adventskalender gemacht hat, genau aus diesem Papier. Könnt ihr das auch machen? Das sieht bestimmt hammermäßig schön aus, wenn ihr da dieses Nikolaus-Designer-Papier verwendet wird. Also, der Fantasie sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Das Ganze 6 Mal. Da habe ich mir die schon vorbereitet. Und dann brauchen wir wieder einmal unsere Designer-Papierstücke. 4,5 x 4,5, 6 Mal. Und 6 Mal ganz kleine, 4,5 x 1 cm. Und wie gehört das Ganze zusammen? Wir falten uns das wieder so zusammen. Und dann wird es wie bei der Etage Nummer 2 so aufgesteckt und geklebt. Und ich mache jetzt wieder das X. Und so tut ihr euch echt am leichtesten, wenn ihr so eure Schablone macht. Dann klebt ihr nicht falsch und dann klappt es auf jeden Fall. Und ihr seht wieder das große unten und das kleine oben. Und dann empfehle ich, alle richtig hinzulegen. Daniela hat hier wieder Mix und der Mix ist nicht gut. Und dass wir gar nicht durcheinander kommen, kleben wir uns das gleich fest. Den kleinen oben
und das große unten. Und dann wird wie gehabt das Ganze hier verschlossen. Das kennt ihr mittlerweile auch schon, das haben wir ja schon ein bisschen geübt. Und ich bin wirklich super stolz auf euch, wenn ihr hier noch mit dabei seid und das Ganze nachbastelt. Und dann haben wir so unsere kleinen Rechtecke und die anderen fünf werden wir genauso basteln. Bis gleich, ihr Lieben! Es geht weiter, ihr Lieben, aber wer mitgebastelt hat, trinkt auch mal zwischendrin was, kreist die Schultern und als Tipp, geht euch einfach mal die Hände waschen. Ich habe jetzt auch mal den Kleber entfernt, denn irgendwie bleibt doch öfters mal ein bisschen Tombo auch an den Fingerspitzen und dass ihr euer schönes Objekt nicht bekleckert. Deshalb geht einfach mal zwischendrin die Hände waschen. Wir kleben uns nun Etage Nummer 3. Wäre eigentlich auch eine coole so Art Hochzeitstorte, fällt mir gerade auf. Wir kleben es wieder da fest, wo das Designerpapier ist, nämlich unten am schmalen und am großen Rücken. Und dann geht das genau gleich wie bei der Nummer 2. Wir starten wieder in der Mitte. Unten ansetzen, ranschieben. Hochdrücken, gerade bleiben und fest hinein. Sehr, sehr schön. Und da seht ihr jetzt wirklich diese ganz zauberhaften Treppenabstufungen. Einfach mega schön. Also, da fallen wir irgendwie langsam, gehen mir die Superlative aus hier. Und es ist so herrlich einfach. Es ist so herrlich einfach, ihr Lieben. Gewusst wie. Und so kleben wir uns jetzt rundherum die anderen auch noch an. Einfach nur wunderschön, ihr Lieben. So sieht sie aus. Unsere Grundform für die Adventskalenderkarte. Ihr könnt das dann auch mal in die entgegengesetzte Richtung schieben. Also das geht ja nach oben und nach unten. Aber jetzt lassen wir es erstmal noch ein bisschen antrocknen. Und wer möchte, kann sich jetzt hier außen noch diese kleinen Etagen bekleben und da sage ich euch jetzt die Maße an, denn es ist, glaube ich, geschickter. Wir machen das an dieser Stelle und zwar für die untere Etage braucht ihr 6 mal einmal außenrum 4,5 mal 1,5 cm und für diese beiden Etagen braucht ihr 4,5 mal 1 cm und das werde ich jetzt auch gleich machen und draufkleben. Wir sehen uns gleich wieder. Bis bald! Thank you.
es geschafft, einmal rundherum und innen wunderschön mit dem Designerpapier beklebt. Ich schaue immer ganz gern zwischendrin. Ja, es geht, es kann geklappt werden und es klappt auch so wieder auf. Also ganz, ganz fantastisch. Die Grundform ist fertig. Wir kümmern uns nun um unsere 24 Türchen für diese wunderbare Adventskalenderkarte. Und dazu brauchen wir nun unseren Ausdruck mit den Sprüchen. Ich habe mir das auf Grundweiß ausgedruckt und das schneiden wir uns jetzt einmal schön zu. Ihr könnt natürlich auch eigene Kärtchen mit Sprüchen machen und die Kärtchen sollten dann eine Größe jeweils von 3,7 x 4,5 cm haben. Ihr könnt natürlich, wenn der Drucker das nicht schafft, auch auf normalem Papier das Ganze ausdrucken. Aber mit dem Grundweiß ist es natürlich ein bisschen stabiler. Alle einmal zusammengeschnitten. Dann in einzelne Stückchen. Das geht ja ratzifatzi. Höre deinen Lieblingssong und rufe eine Erinnerung hervor. Den finde ich auch schön. Kuschel dich in eine Decke und lies ein entspannendes Buch. Ganz ohne Handy. Denke an etwas Lustiges und lache aus vollem Herzen. Wann hast du zum letzten Mal richtig gelacht? Das ist so gesund und wir machen es viel zu wenig, wir Erwachsenen. Koche dir einen duftenden Tee und genieße ihn in Ruhe. Oh, das ist natürlich auch toll, gell? Lege ein neues Fotoalbum für die Advents- und Weihnachtszeit an. Mal ein bisschen Scrapbooking machen oder so, das wäre doch wunderschön. Gleich haben wir alle geschafft. Schreibe für 5 Dinge auf, für die du dankbar bist. Ja, wir sollten uns öfters auch mal Gedanken machen, für was wir dankbar sind. Und dann haben wir ja schon wieder alle ausgeschnitten. Und diese Kärtchen, wer hätte es geglaubt, werden nun wieder aufgeklebt. Ihr könnt das jetzt verschiedentlich machen. Ich habe einfach nur mich orientiert, dass ich das zieh dir heute deine Lieblingskleidung an. Du bist schön. Das fand ich irgendwie schön für Weihnachten, für den 24. Und den habe ich mir mittig platziert. Und nun werde ich das aufkleben. Ihr orientiert euch jetzt bitte am unteren Rand. Haltet den Abstand. Unten ein bisschen und links und rechts und so werden nun alle dieser Kärtchen aufgeklebt. Vorsicht, hier hat sich einer nach innen. Den müssen wir natürlich wieder rausziehen. Einfach schön. Das mache heute das mit dem Geschenke einpacken. Das fand ich auch, die Plätzchen vielleicht eher am Anfang. Packe in Ruhe alle Geschenke ein und denke dabei an einen lieben Menschen. Das dachte ich, das kann man vielleicht so ein bisschen um den 20. rum machen. Da ist vielleicht ein guter Zeitpunkt.
Und ihr könnt das nachher dann ganz in Ruhe sehen, wo ich die Zahlen aufschreibe oder ja, wie ich die Zahlen habe. Ich mache das analog dem anderen und auch auf den Bildern seht ihr das ganz schön. Und ich finde, ein neues Weihnachtsalbum können wir auch relativ früh machen, vielleicht am 3. Dezember. Aber das bleibt natürlich euch total überlassen, wie ihr das machen wollt. Die leckeren Plätzchen, die backen wir auch früh. Vielleicht am 4. Und so geht es weiter. Und da gab aber noch mal einen schönen Spruch, den ich am 1. machen wollte. Wir fangen mit dem an. Zünde eine Kerze an, mach es dir gemütlich und entspanne. Und ich finde, das können wir schon bei der Nummer 1 hier tun. Und alle anderen klebe ich mir jetzt einfach auf. Und das mache ich in einer kleinen Pause. So, nun sind alle 24 Sprüche aufgeklebt und das darf nun auch wieder trocknen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Abdeckungen. Das zeige ich dir hier nochmal. Und da komme ich ganz nah dran, dass du das gut sehen kannst. Vielleicht hier bei der 5 siehst du, hier ist eine kleine Falzlinie. Und das ermöglicht, dass wir dann dieses Zettelchen hier nach oben, also nach oben schlagen können und dann das drunter lesen und wieder zuklappen. Und diese kleinen Kärtchen, die habe ich jetzt mit 6 verschiedenen Papieren gearbeitet. Und ich habe diese Zahlen aus dem Wassermelone-Papier ausgestanzt. Beziehungsweise, mein lieber Mann, ganz herzlichen Dank, mein Schatz. Und zwar mit dem Stanzformen angesagtes Alphabet. Die habe ich mir genommen und ich habe mir das Wassermelone-Glitzerpapier genommen und einfach auf der Rückseite die Klebebögen aufgebracht und danach ausgestanzt. Und dann kann man die wunderbar hier aufkleben. Und dann brauchen wir jetzt diese kleinen Türchenklappen. Und die werden wie folgt zugeschnitten. Und da habe ich mir auch wieder überlegt, ich habe erst alles geschnitten und dann denke ich mir, Daniela, du bist ja eigentlich ein bisschen, naja. Jetzt musst du 24 Dinger einzeln bekleben und einzeln falzen. Das ist nicht ganz so clever. Also habe ich mir nun überlegt, dass es natürlich besser ist, wenn man gleich die 4 Kärtchen, also 6 Farben, 4 Kärtchen je Farbe, dass man die auf einmal falzt. Und deshalb schneiden wir uns nun im Querformat einen Streifen herunter, und zwar 4,9 cm in der Höhe und in der Breite brauchen wir 19,6 cm. Also 4 mal 4,9 sind 19,6 cm. Und das werden wir uns hier anlegen. Und weiter wird bisher nicht geschnitten. Dann ist als nächstes wichtig, dass wir das richtig rum vor uns hinlegen. Also bei den Schneeflocken ist es jetzt recht egal. Ich drehe mir das einmal rum. Und jetzt werden wir oben ganz knappkantig Abreißklebeband angeben. Denn es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man nicht gar so viel schneiden muss. Und das gebt ihr wirklich ganz, ganz knappkantig, also Kante auf Kante Papier und Klebeband. Macht das sorgsam und langsam. Dann wird es wunderbar im Ergebnis. Und ich schneide mir das auch ab. Ich reiße das nicht ab, dass das richtig schön hier an der Ecke ist. Das gibt jetzt quasi unsere Klappe. Und dann nehmen wir uns den Papierschneider und wir werden jetzt genau an der Kante des
Klebebands ganz vorsichtig einmal falzen. Also ihr legt euch die Seite mit dem Klebeband rechts von der Linie an und dann einmal die Klappe runter und vorsichtig falzen. Nicht zu fest, sondern einfach nur eine ganz leichte Falzlinie. Ich hoffe, ihr könnt das halbwegs erkennen. Hier ist die Falzlinie, von der anderen Seite sieht man es besser, dann ist es hier. Und jetzt schneiden wir uns vier Stücke 4,9 cm herunter. Und so haben wir ganz wunderbar, ihr Lieben, schnell vier unserer Türchenklappen fertig gemacht. Und diese werden wir nun mit den Zahlen verschönern. Also ihr macht das Ganze mit 6 Farben. Und das lege ich jetzt einmal, habe ich mir die schon vorbereitet. Wie gesagt, wer das Kennenlernvideo geschaut hat, das ich vor kurzem gepostet habe, der weiß um mich und meine Gesundheit und deshalb habe ich das jetzt ein bisschen vorarbeiten müssen. Sonst mache ich das nicht so, aber bei diesem Mammutprojekt musste das jetzt einfach sein. Ich habe noch diese Zahl oder diese vier übrig und auch meine Zahlen. Und dann nehme ich mir den Aufhebhelfer, meinen guten Freund, und werde mir nun die Zahlen hinten die Klebefolie abmachen. Seht ihr, das geht ganz gut. Und dann klebe ich mir die Zahlen hier auf. Und dann habe ich hier zum Beispiel, fehlt mir die 22. Und ich zeige dir das nachher gleich nochmal ganz genau, ganz langsam, welche Zahl ich wo aufgeklebt habe, wer es genauso nachmachen möchte. Wir brauchen noch die 24. Und wer es schon entdeckt hat, diese beiden und das hier, das ist das besondere Designerpapier und das ist aus der anderen Kollektion. Schaut mal, das ist die Rückseite, die haben wir verwendet. Und das sind die zauberhaften Tannenbäume. Die habe ich hier auch verwendet. Also das sind quasi einmal das besondere Designerpapier aus der Kollektion Magischer Winter und einmal das Designerpapier Magischer Winter. Die 6 haben wir noch. Er hat irgendwie ein bisschen mehr ausgestanzt. Da muss ich gleich mal schauen. 6, 22. So, und jetzt noch die 21. Dann haben wir sie, die 2 sind übrig. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, welche Zahl ihr wie oft braucht. Ihr braucht die 1 13 Mal, die 2 8 Mal, die 3 und die 4 jeweils 3 Mal, die Zahlen 5, 6, 7, 8, 9 und die 0 braucht ihr jeweils 2 Mal. Ich drücke mir das von der Rückseite jetzt ein bisschen fest, dass die Zahlen gut haften bleiben. Und dann werden wir jetzt mit dem Allerschönsten starten, nämlich mit der Dekoration. Und dazu lege ich mir das flach hin, ziehe mir hinten die Trägerfolie ab und positioniere jetzt das Kärtchen unten am Rand und klebe es oben fest. Dann ist es jetzt quasi hier oben fest und ihr könnt es so hoch machen und ihr seht darunter versteckt das Kleine. Das ist die Nummer 24. Und wir machen das jetzt am besten je Farbe. Die 21. Die habe ich unten rechts.
positioniert. Hier ist auch wichtig, haltet den Daumen hin, dass ihr nicht zu tief kommt und dann oben einfach festdrücken. Und dann passt das perfekt. Die Nummer 6. Wieder schön anschieben und oben bündig. Und durch das, dass es das 4,9 hat, geht das, passt das ganz gut dahin. Mit 5 könnte es sein, dass es ein bisschen sperrt. Und das wäre dann nicht so schön. So, machen wir weiter mit den Tannenbäumchen. Ich habe es absichtlich alles ein bisschen durchgemischt, die Zahlen auch. Aber das dürft ihr natürlich machen, wie ihr das mögt, wie es euch gefällt. Also es muss hier keiner 1:1 das nachbasteln, was ich hier auf den Tisch bringe. So, und nun kannst du das im Schnelldurchlauf sehen, wie ich das alles schön nacheinander beklebe. Viel Freude dabei! Ihr Lieben, es ist vollbracht, es ist fertig geklebt. Schaut mal, wie schön das wirklich aussieht. Diese einzelnen Türchen, ganz, ganz zauberhaft, wie ich finde. Und in Natura ist es noch viel bombastischer, also wie es schön glänzt und jetzt scheint ein bisschen so die Sonne drauf. Also ganz, ganz traumhaft und es geht nach wie vor, dass wir es flach zusammenlegen, dafür vorsichtig jetzt beim ersten Mal, dass ihr schön diese Deckkärtchen anstellt. Und dann geht das ganz wunderbar zusammen. Und nun zum guten Schluss werden wir uns noch den Umschlag miteinander basteln. Und dazu holen wir uns das Designerpapier mit den Tannenbäumen. Ich zeige euch hier nochmal diesen wunderschönen Umschlag. Und der ist, wie gesagt, aus dem Designerpapier Magischer Winter mit den Bäumen gezaubert. Und dazu nehmen wir uns einen ganzen Bogen und den Papierschneider. Und wir falzen ihn, oder wir schneiden ihn zurecht. Entschuldigung, erstmal schneiden wir ihn bei 22,5 cm ab an der langen Seite. Und die Länge von 30,5, die behalten wir uns. Wir falzen bei 2 cm. Bei 3,5 cm. Dann drehen wir es uns herum, dann geht es ein bisschen besser bei 19 cm. Bei 20,5 cm. Und das hier sind quasi, das hier ist die Höhe und das ist nochmal der Umschlag nach hinten.
So, wir starten unten bei der Falz mit 3 cm. Das ist unser unterer Umschlag. 4,5 cm ist wieder die Höhe des Umschlags. 25 cm und 26,5 cm. 26,5 cm und es bleiben hier noch 4 cm übrig. Das sind die Falze für unseren Umschlag. Jetzt brauchen wir die Schere und ihr legt es euch hin, dass oben diese längere Klappe bei euch ist. Die nehmt, haltet ihr fest und dreht es euch zu euch hin. Und zwar zeige ich euch das jetzt beim Umschlag, wird hier bis zur zweiten Falz das komplett herausgeschnitten. Also einmal hier an der zweiten Falz bis zur zweiten Falz. Komplett herausschneiden, bitte. Und auf der anderen Seite genauso. Das gibt oben unsere Lasche. Den unteren Teil, den legt ihr euch jetzt so vor euch hin. Und zwar bleibt nur dieses Quadrat stehen. Wir schneiden uns das einmal ein, die beiden Falzlinien. Und jetzt schneiden wir die zweite, also die erste, den ersten Streifen bei der zweiten Falz, so rum ist es besser erklärt, und den zweiten, den schneiden wir uns hier unten ab. Und das ist eine Klebelasche und die können wir uns leicht einschrägen. Auf der anderen Seite genauso. Wir ziehen uns nun vorsichtig die Falzlinie nach. Nicht zu fest bitte, bei dem Designerpapier nicht, dass es reißt. Das wäre schade. Einmal rundherum. Und die Klebelaschen rein. Und eben diese kleinen Klebelaschen, die werden wir uns nun mit Abreißklebeband versehen. Denn in diesem Fall möchte ich, dass es gleich hält. Da nehmen wir kleine Streifelchen. Und das können wir uns auch schon abziehen. Und was übersteht, geben wir gerade nach hinten. Und nun knickt ihr einfach den unteren Teil auf diese Klebelasche und schaut, dass ihr eine schöne Ecke bekommt. Einfach so umkleben. Und dann ist das Grundgerüst des Umschlags schon fertig. Ich habe mir nun jetzt hier, dass ich das besser einstecken kann, von oben das einfach mal so ein bisschen angeschrägt. Zwei so schräge Ecken herausgeschnitten. Und unten werden wir uns hier den Umschlag, hoppala, auch noch mit Klebeband versehen, nämlich hier auf der ganzen Länge, dass das schön zusammenhält. Den Umschlag dazu habe ich mir selber überlegt, wie denn das, nämlich das Problem mit dem Verschicktwerden gelöst werden kann. Und dann dachte ich, es muss irgendwie so eine Art Tasche oder Umschlag sein oder dass einfach das auch ein bisschen die Spannung da ist, wenn man das so rauszieht. Das werdet ihr oder habt ihr ja am Anfang gesehen oder seht ihr in dem Trailer. Ja, einfach, dass da ein bisschen dann auch der Wow-Effekt da ist und ihr für all eure Mühe, die ihr in diesen Adventskalender in das Basteln gesteckt habt, dass ihr da vom Beschenkten auch belohnt werdet.
Denn das ist ja, finde ich, mit das größte Glück, wenn die Bastelarbeiten auf Zustimmung treffen. Das ist einfach dann ganz wunderbar. So, der letzte, den ziehen wir ab und dann nehmen wir erst eine Seite schön hoch und dann die zweite. Schön dran drücken, dass ihr da gerade kommt und dann sitzt und wackelt das nicht mehr und ist einfach perfekt. Wer möchte, kann sich das oben noch abschrägen. Und dann brauchen wir ein letztes Mal den Papierschneider. Es sei versprochen. Und ich bin richtig stolz auf alle, die hier noch mit dabei sind und noch basteln. Ihr macht das ganz, ganz großartig. Also das ist einfach wunderbar, wie ihr hier mitbastelt. Ganz, ganz toll. Und ich habe mir überlegt, ich werde für die Rückseite dieses Designerpapier nehmen, für den Umschlag. Und da brauchen wir ein Stück 15 auf 19 cm. 15 auf 19 cm. Und das Ganze kleben wir uns nun hinten drauf. Und zwar so als Abdeckung. Und dazu nehmen wir Abreißklebeband 1, 2, 3 an drei Seiten. Einmal auch wieder direkt an der Kante. Schön entlang, rundherum, dann klebt es gleich. Fertig. Ich fahre das dann nochmal nach, dass sich das gut verbindet mit dem Papier. Und dann ziehe ich mir das untere ab und nur ein Teil von dem oberen. Die lasse ich hier so hoch stehen. Und dann starte ich mittig. Ihr könnt euch das gern vor euch hinlegen, dass ihr so ein bisschen die Mitte findet. Und dann legt ihr das auf in dem gleichen Abstand, drückt es vorsichtig fest und dann zieht ihr eine Seite nach oben. Haltet das so ein bisschen dagegen. Und dann brauchen wir den Streifen der zweiten Seite. Wieder ein bisschen dagegen drücken. Und dann passt es von innen. Könnt ihr auch vorsichtig das nachfahren. Und dann ist unser Umschlag schon perfekt fertig. Und wir können sehen, dass unsere Karte, unsere Adventskalenderkarte, da ganz hervorragend reinpasst. Vorsichtig mit den Klappen beim Einschieben. Aber wenn die erste Reihe drin ist, flutscht es. Das seht ihr. Dann machen wir es einfach zu. Und jetzt werden wir uns das noch dekorieren mit diesem zauberhaften Band. Einmal herumschlingen und eine Schleife binden. Gern schräg abschneiden, dann sieht das super schön aus und das habe ich mir jetzt hier so ein bisschen links gemacht. Und dann die Schleife. Wir machen einen Doppelknoten. Dann ist es einfach, ich mache es nicht so fest, dann kann man es schön auch schieben, ohne dass man die Schleife aufmacht. Das finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Und was hat mein Mann gesagt? Boah, es sieht aus wie eine edle Pralinenschachtel. Und ich muss sagen, er hat schon ein bisschen recht, mein Schatz, was er da, wie er das tituliert hat.
Wir kommen zum guten Schluss der Dekoration. Der Wintertraum hat einen schönen Spruch. In der Ruhe des Winters liegt die Kraft für das Neue. Und das finde ich für unseren Achtsamkeitskalender ganz, ganz zauberhaft. Wir schieben ihn auf die Seite, dass nichts passiert. Wir stempeln uns einmal in Faungrün das Ganze auf Grundweiß ab. Wunderschöner Stempel, ganz zart, nicht so dick, sondern eher zart. Und dann habe ich mir den ein bisschen wellig rundherum ausgeschnitten. Ihr könnt ihn natürlich auch auf ein Etikett stempeln und das dann ausstanzen. Einmal rundherum und dann nehmen wir uns unsere Zweige. Dazu habe ich, wie gesagt, aus dem Rest der Wassermelone nochmal auch hinten mit dem Klebeband verstärkt. Das hier aus dem besonderen Designerpapier, dieses Zweigchen. Und diese zwei hübschen habe ich aus Faungrün zusammengestellt. Und die werden wir uns jetzt einfach ein bisschen schön dekorieren. Ich ziehe mir hier die Klebefolie ab. Da ist es, müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, irgendwo den Anfang finden. Und dann nach unten und nach oben vorsichtig das abziehen, dass euch das nicht reißt. Da, wie gesagt, ist ganz zart, aber wunderschön. Und das habe ich mir jetzt schon mal so drauf geklebt, dass die ein bisschen miteinander fest verbunden sind. Und den grünen hier, den Pfauengrünen, dem gebe ich nur unten ein bisschen Kleber und drücke mir das so fest. Und dann nehme ich mir Gludots und gebe mir auf die Rückseite Gludots drauf. Die sieht man nicht und dann ist es nicht so platt gedrückt. Hoppala, hier bleiben. Und noch da unten. Dann geben wir uns das hier rechts unten und da, wo das rosa ist, da könnt ihr das festdrücken und dann hält euch das auch noch ein bisschen und der Rest darf gern so ein bisschen locker hochstehen und dann sieht das ganz schick aus und schön. Und das Etikett kleben wir uns nun mit Dimensionals fest. Das ist toll, da fliegt die Trägerfolie schon von alleine ab. Und das geben wir hier unten drauf und dann sieht man gar nicht die Stiele und dann kommt es so schön hier raus. Und dann haben wir noch diese tollen Glitzersteine, facettierte Schmucksteine im Dreierpack. Und da finde ich passen auch so ein bisschen diese gräulich-weiß anmutigenden Steine. Aber ihr könnt natürlich auch alle drei passen, ganz perfekt. Zu unserer schönen Umschlagverpackung, schaut mal noch mal hier ganz zauberhaft. Einfach ein Traum, diese Umschlagverpackung für unseren sensationellen Adventskalenderkarte. Und ja, sie ist einfach ein Traum, eine Pyramide. Ich weiß gar nicht, wie ich es... Ich glaube, ich halte es einfach nur für euch so. Dann könnt ihr es ganz gut sehen. Und ich sage herzlichen Dank für alle, die mitgebastelt haben, die mit dabei geblieben sind. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt, wie es euch gefallen hat. Magischer Winter trifft hier auf einen magischen Adventskalender. Und er bringt einfach Achtsamkeit dann in das Leben des Beschenkten, in die Adventszeit. Und die sollten wir wirklich in Ruhe und Achtsamkeit begehen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles Liebe, bis bald. Eure Daniela von zauberhaft-stempeln.de